Hallo und herzlich willkommen auf unserem Feels Wood Kanal. Mein Name ist Benjamin Stocksiefen, euer Holzhausexperte aus dem Rheinland. Kommen wir heute, wie versprochen, zum vielleicht nächsten Baustoff der Zukunft, dem Miskanthus oder auch Chinaschilf oder Elefantengras genannt. Dies ist eine Grasart, die in Asien verbreitet ist. Miskanthus hat den Vorteil, dass es sehr schnell wächst, bis zu 5 cm am Tag. Zudem ist das Gras sehr anspruchslos beim Anbau, was Bodenbeschaffenheit oder auch die Düngung betrifft. Das Gras ist lange lagerfähig, kann gut verarbeitet und sogar unbedenklich entsorgt werden. Die Pflanze bindet zudem während ihres Wachstums pro Hektar Anbaufläche ca. 30 Tonnen CO2. Diese Vorteile sind natürlich gerade für den ökologischen und nachhaltigen Aspekt ziemlich wichtig. In dem Studienprojekt der Universität Bonn und dem Bioinnovation Park Rheinland e.V., an dem wir mit unserer Holzbau Stocksiefen GmbH auch teilnehmen, werden die Eigenschaften dieses Grases als Dämmmaterial erforscht. Denn bei einem Großteil der Wärmedämmverbundsysteme in Deutschland wird leider immer noch Polystyrol als Dämmstoff verwendet. Hier müssen wir uns neben den schon vorhandenen und nachhaltigen Putzträgerplatten aus Holzweichfaser auf jeden Fall um weitere nachhaltige Alternativen kümmern. Miskanthus kann sowohl im Dämmplatten, loser Dämmung, als auch Putz seine Verwendung finden. Es hat hervorragende baustatische und bauphysikalische Eigenschaften. Miskanthus hat sogar ähnliche Eigenschaften wie synthetische Dämmstoffe und ist dabei noch recyclingfähig. Vor 3 Wochen war ich am Campus Klein-Altendorf und habe mir dort die ersten verputzten Wände mit dem Miskanthus-Dämmputz angeschaut. Hier seht ihr auf dem ersten Stück den klassischen Zementputz. In der Mitte den Miskanthus-Dämmputz in der Variante, bei der Miskanthus mit einer Hammermühle zerkleinert wurde. Und im letzten Teil sieht man den Miskanthus-Dämmputz, der mit einer Kollermühle zerkleinert wurde. Professor Pude von der Uni Bonn, der Leiter des Campus Klein-Altendorf, hat dazu erklärt, dass die Zerkleinerung der Biomasse sehr entscheidend ist, da einfach mehr oder weniger Poren entstehen, die Einfluss auf die Verarbeitung haben. Der Miskanthus-Putz wurde hier ganz klassisch mit einer Putzmaschine aufgespritzt. Die Sensoren, die ihr seht, sind dafür da, um die Platten bzw. den Putz bezüglich deren Eigenschaften zu überwachen. Die Werte werden mit denen von Styropor verglichen, aber der große Vorteil bei den Miskanthus-Dämmplatten ist einfach, dass man diese abreißen kann und theoretisch einfach wieder zerkleinern und wiederverwerten kann. Also sehr nachhaltig, da es wieder nutzbar ist. Die Uni Bonn hat auf diesen Putz sogar ein Patent, aber dieses ist bisher noch nicht vermarktet. Also, wenn ihr jemanden kennt, der in ein innovatives Produkt investieren möchte, meldet euch gerne bei uns, dann stellen wir gerne den Kontakt her. Zudem verfügt Miskanthus über eine sehr gute Diffusionsfähigkeit und eine hohe Widerstandsfestigkeit gegen Nässe, Fäulnis und Pilze. Das hat man auch schon an der Musterwand aus dem Video gesehen. Und Miskanthus ist wesentlich feuerfester als Styropor, das ja bekanntlich sehr schnell brennt. Das liegt an dem Kalk, der in der Pflanze enthalten ist. Ihr seht, nicht zu Unrecht ist auch Miskanthus ein Hoffnungsträger für einen nachwachsenden und ressourcenschonenden Baustoff. Ich hoffe, es hat euch diese Woche auch wieder gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer Benjamin Stocksiefen.